Oh mein Gott, da guckt mich so ein komischer Superheld an. Moinsen, meine Freunde, mein Name ist Make Tahoka. Ich würde den so gerne ablegen, den Typen da gerade, ne? Ja, ich bin zurück zu Let's Play Yellow Taxi Goes Rome. Und wir sind auf dem Weg in das nächste Level, das, Crash Test Industries heißt. Und, oh, warte mal. Warte mal. Ist es bald soweit? Kommen wir bald hier rüber? Können wir bald in alle Level zurückgehen und die letzten Sachen holen, die uns da fehlen, weil wir diese ganzen Dinger nicht aktiviert haben. Ich habe übrigens in dem letzten Level, wenn ich so drüber nachdenke, diese eine Plattform, die ich erreicht habe von so einem Turm aus, da war doch auch irgendwo in den... Mir fällt gerade auf, dass ich in letzter Zeit sehr viele Level habe, wo ich einfach nur steuern muss und nicht Gas geben. Sind diese ganzen aus dieser Perspektive hier. Okay, was ist hier ab? Da unten ist ein... Man kann hier nicht hüpfen in dem Level. Das ist ein bisschen lahm. Also in diesen Leveln kann man nicht hüpfen. Also, naja, schon. Du kannst halt so machen, ne? Das geht natürlich. So kann man das machen. Ob das so gewollt ist, ist natürlich eine andere Sache. Ah! So. Bzzzt, willst du zurück zum letzten Kontrollpunkt? Bzzzt, ups. Vielen Dank. Ich bin wieder am Anfang. Ich war hier noch gar nicht. Willst du mich verarschen? Kann nicht der letzte Kontrollpunkt sein. Hier war ich noch nicht. Der Name soll sowas ähnliches wie Schaufensterpuppe bedeuten. ja, anyway. Also Puppe. Generell, glaube ich. Es klingt so wie das englische Wort für Schaufensterpuppe. Oder so. Keine Ahnung. Anyway. Willkommen bei Crash Test Industries. Hier arbeiten wir alle. Niemand von uns kommt zu Schaden, glaube ich. Wir sind hier ziemlich entschlossen. Hier drin ist es verboten, einen Salto zu unterbrechen. Ja, das habe ich schon gemerkt. Vielen Dank. Oh, Headworld. Gehen wir mal rein. Ich wollte eigentlich an der Seite vorbei und vielleicht kann ich jetzt auch mein komisches Ding hier loswerden. Ach du Scheiße, was gibt's denn hier für cooles Zeug? Ich meine, warum habe ich eigentlich diesen Zylinder noch nicht gekauft? Guck dir mal diesen Gentleman an. Aber wir wollen vielleicht mal das da noch kaufen? Alter Vater, das ist ja richtig störend auf meinem Kopf. Aber diese Kreissäge sieht so gut aus. Oh ja, die gefällt mir, die behalte ich. Und dann schreien die wieder alle wie am Spieß. Okay, lass mich mal eben gucken, dass ich hier an der Seite vorbei... Ach, das wäre der komische Typ. Der komische Anwaltstyp. Der muss in jedem Level dabei sein, sonst kriegen die voll Stress mit Elon. Boink. Darf ich fragen, was das für ein Auto ist? Auch ein kleines Taxi. Orca Taxi Goes Smooch. Hey, ich bin ein Taxi, das von einer Feder angetrieben wird, genau wie du. Ich mag nur Taxis, die nicht ihre Manöver unterbrechen. Saltos dürfen nicht unterbrochen werden, niemals. Ach so, du magst mich nicht. Ich mach das nämlich sehr, 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 sehr gerne. Aber du hast da kein... Du machst dir kein Bild, wie gern ich das mache. Okay. Ja, gib mir mal dein Geld hier, du. Biong. Okay, was ist mit dir? Bist du genauso drauf? Warum hältst du nicht kurz inne, um diesen wunderschönen, rostigen Ort zu bewundern? Aber keine Saltos unterbrechen, denk dran. Was habt ihr denn damit? Was habt ihr denn für ein Problem mit Saltos unterbrechen? Ist das irgendwie gefährlich oder so? Die Musik ist so verdammt dramatisch. Hört euch das mal an. Was ist denn los? Fahre ich eigentlich gerade nach oben oder nur nach unten? Also, wisst ihr, was ich meine? Also, da ging das so steil nach oben. So wie hier. Hier ist steil nach oben. Oh. Okay. Soll ich mal was machen?
Das ist doch schön. Ah, guck mal, kann auf beiden Seiten. Hui! Okay, hier ist aber nichts. Sonst. Ist natürlich etwas schade. Okay, wir machen das hier auf der. Wow! Da fliegt man aber ordentlich. Ja, okay, pass mal auf. Das kriegen wir hin. Hui! Ja gut, dafür brauchte man jetzt nicht mal diese extra Plattform, die hier sonst erschienen wäre. Ne. Da vorne wäre irgendwo noch ein Dingens oberhalb. Man hat es da gesehen gerade sogar. Da ist der Schatten davon. Aber wo ist das? Das würde ich mich fragen. Das muss ja sehr weit oben sein. Okay, wir probieren das nochmal aus hier vorne auf der anderen Seite. Ich könnte da vorne noch hin. Yo, das war nice. Wie viel Weg ich mir damit spare. Fuck. Ich sagte, wie viel Weg ich mir damit spare. Ich bin runtergefallen. Ist nicht gut. Oh Gott, ich bin wieder hier. Okay, wir kriegen das aber hin. Wir holen uns auch dieses Zahnrad da vorne. Ah! Zurück auf die Plattform, please. Dankeschön. Okay, so. Hier rauf. Einmal da rein, genau. Und dann machen wir das wieder so. Oh yeah. Dankeschön. So, ein bisschen abgekürzt. Mache ich sehr, sehr gerne sowas. Das ist spaßig. Nochmal hier. Genau. So, da auch abkürzen. So spielt man das Spiel nicht, Taruka. Das ist Blödsinn. Was machst du da? Mir aber scheißegal, ehrlich gesagt. Kontrollpunkt. Was ist denn für einer? Willst du mich killen oder was? Der Crash-O-Bot. Oh, ich dachte, der hätte so ein Zahnrad, das man bekommen könnte. Vielleicht kann man das ja. Ich bin der böse Crash-O-Bot. Ich habe ein Taxi entführt, das dir ähnlich ist und es tief im Gebäude eingesperrt. Kannst du es retten oder nicht? Wirst du mit dieser nutzlosen Mission deine Zeit verschwenden? Ich bin so böse, muhaha. Charaktere, die böse sind, weil sie böse sind. Ah! Ich bin in den Abgrund gefallen. Ich kann es offenbar nicht. Ich werde dieses Gerät nicht retten. Das tut mir leid. Für das Gerät vielleicht. Muhaha, ich bin ein böser Bot. Du hast dies und jenes getan, ich weiß. Ach du meine. Ach du meine Fresse, was war das denn da? Da kam ja eine Menge Schrott an. Oh boy. Eieieiei. Ah, fuck, voll da reingeballert. Hätte ich umdrehen müssen. Naja, kriegen wir hin. Wir schaffen das schon. Okay, pass auf. Wir machen das. Huiuiui. Okay, let's go. Da ist der Button. Da ist der Button. Bums. Du spürtest eine große Erschütterung deines Motors, als ob Millionen orangene Blöcke in panischer Angst aufschreien und plötzlich aktiviert wurden. Erstmal gehe ich hier hin. Hier gibt's bestimmt. Das ist doch wieder ein neues Level da. Ist doch ein neuer Abschnitt. Okay, pass mal auf, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Mein Held, danke, dass du mich gerettet hast. Ich wurde von Alien Mosk gebaut, um deine Mission zu vereiteln. Aber da du mir nun deinen wahren Wert gezeigt hast, glaube ich, mich in dich zu verlieben. Erst dachte ich so, nee, dieses Taxi unterbricht Saltos. Dann können wir nur Freunde sein. Aber jetzt habe ich meine Meinung geändert. Bitte, verfolge deine Mission weiter.
Und falls du Unterstützung brauchst, bin ich immer da. Aber ernsthaft, nicht springen. Was willst du noch? Oha, du hast es geschafft. Aber du hast dabei viel wertvolle Zeit verloren. Hust, hust. Ich habe keine Stimme mehr. So, lass mich mal eben hier an der Seite reinfahren. Boah, Freunde wäre auch gut gewesen. Aber selbst das habe ich nicht auf die Kette gekriegt. So, wo bin ich jetzt? Schon wieder ein neues Gebiet hier. Hier gibt es genau einen Teil zu holen. Okay. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel ich vorhin allgemein in Level gebraucht hätte. Oh Gott, Shit. Es ist nicht so weit. Das kriege ich hin. Ich meine, ich kriege alles hin. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Au. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Beste. So von wegen der Allerbeste. Ich schaut euch an, wie ich spiele. Ich fahre hier an so einer Scheiße vorbei. Und da voll rein und so. Bisschen warten muss ich. Und dann kann ich da durch, ne? Mann, dann fallen die genau da runter. Ich kotze. Was ist das denn? Und ich habe mir noch so ein komisches Sägeblatt-Ding als Ding auf dem Kopf. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich passe ins Bild auf jeden Fall. Da hätte ich einfach voll durchdashen sollen gerade. So, jetzt die. Da kommt nichts mehr. Aber ihr seid aber... Wahrscheinlich war ich zu weit vorne als... Ja, das ganze Geld mit, das ich eben verloren habe. Da ist fucking viel Geld gerade verloren gegangen. Oh, verpisst euch alle. Ich will euch nicht sehen. Bam. Miau. Habe ich Vitus meinen wahren Wert gezeigt? Meinen wahren Wert? Ich bin so in den Einkaufswagen gesteckt. Ach ja, das ist es nicht. Sag mal, wie viele Zahnräder gibt es in dem Level? Einige. Uiuiui. Die Hälfte davon noch nicht gefunden. Und das Level, ich bin einmal durch das ganze Level gegangen und habe ein paar davon mitgenommen. Warte mal kurz. Bam! Ja, diesen Shit brauche ich nicht. Okay, Kontrollpunkt wieder zurückgehen alle. Und hier gibt's noch was. Okay, machen wir. Rauf! Oh, da bin ich aber weit geflogen. Guck mal. Es ist halt... Ah, da ist was, glaube ich. Ich glaube, da habe ich was gesehen. Hui! Ne, das war ein Kontrollpunkt. Ach, der Bett. Okay. Okay, okay, sick, sick. Ah, schauen Sie mal an, habe ich was gefunden. Bzzzt. Klein und doof. So, Kontrollpunkt, jetzt bin ich hier. Ah, oh, goddammit, da wollte ich nicht so hin. Das wollte ich anders machen. Ich mal eben wieder hier rauf. Nee. Oh, da ist ein Hoppel. Den Hoppel will ich. Das mache ich schon. Pass mal auf. Ach, warum dreht sich die scheiß Kamera eigentlich? Wenn man das macht, das gefällt mir nicht. Ich war wieder hier, ne? Er ist perfekt. Er ist perfekt. So ist gut. Nein! Wohin will... Nein! Wohin willst du? Oh Gott! Kann doch nicht denn ernst sein hier. Okay, pass mal auf, wir machen das nochmal. Hui! Boah, nee, ey. Das macht mich fertig. Das habe ich vorhin besser gekonnt. Warum kann ich das nicht mehr? Hui! Ach Gott, nee! War so knapp schon wieder. Kann man hier so rauffahren. Dass die Kamera sich dreht, ist halt super gefährlich an der Stelle. Ich meine, es ist auch nicht so gedacht, dass so... Fuck.
Das ist nicht so gedacht, das so zu machen, wie ich das mache. Aber ich mach's halt trotzdem so, weil es Spaß macht. Es ist lustig. Ich möchte das einfach so total falsch machen und trotzdem gewinnen. Okay, das war schlecht. Hui! Ah, dankeschön für das Hoppelding. Für das Hoppelding, sag ich. Ah! Für das Häschen halt. Zum Glück verliert man das nicht, schätze ich. Was macht man mit diesem Hoppelhäschen? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, das war schlecht. Schlecht war das. Noch ein bisschen Zeugs kaputt gemacht. Was ungewollt, aber ist egal. Eieiei, war das knapp, Freunde. Fürchterlich knapp war das. Ach so, genau. Ich hab das Ding schon wieder eingesammelt. Oh mein Gott, ich muss da nochmal drauf. Ich hab gerade erst gesehen, was da los ist. Ich muss auf diese Schräge drauf und dann muss ich von da aus hochjumpen noch einmal. Noch einmal jumpen muss ich von da. Dann komme ich nämlich in diese... auf diesen... so ungefähr dahin, genau. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Das war nice. Da muss ich hin. Wenn ich hier oben drauf bin, kann ich da nämlich reinjumpen. Also jumpen. Ich soll ja nicht jumpen. Ich soll ja nicht springen. Ich soll ja nicht springen, hat meine Freundin gesagt. Nee. Das Taxi ist jetzt runtergefallen. Das Taxi ist jetzt in einer Beziehung. Das ist doch schön. Aber ist auch sehr toxisch, die sagt so, nicht springen. Aber das ist doch, was ich am liebsten mache. Ups, ich bin runtergefallen. Ist auch nicht unbedingt das, was ich wollte. Können wir nochmal den... Oh. Das geht auch einfach, pass mal auf. Nee. Zack! Nein, runtergefallen. Egal, ich hab schon wieder eins eingesammelt, ohne dass es so gewollt ist vom Spiel. Oder war. Ist, war, sein wird. Hui! Das kann nicht sein, ey. Ich falle da die ganze Zeit runter. Wenn ich zu oft falle, bin ich Game Over. Muss ich drauf achten. Muss wirklich aufpassen. Dass ich nicht alle mal... Entschuldigung, ich bin durch die Wand gefallen. So sollte das nicht passieren. Bam. So, jetzt würde ich hier gerne rüberfahren. Oh, hier gibt's noch... Oh, was ist denn das hier für ein lustiger Stairway to Heaven, to Hell, to Hell vor allem. Oh Gott, hier muss ich raufspringen. Es gibt in zwei Richtungen dann weh. Oh, guck mal, jetzt kommen wir an dieses Zahnrad. Warte mal, kommt man da so dran? Ich sehe da zwei. Okay, wait a second. Ich muss noch einmal hier so. Bam. So, dann muss ich hier nochmal drauf. Oh mein Gott, ich bin so auf diesem... Hilfe. Auf diesem Teil da gewesen. Okay, nochmal hier drauf. Das war richtig beschissen. Ich heb hier so ein bisschen ab und deswegen lande ich auf dem Rand manchmal. Oh mein Gott, was ist denn da alles los, ey? Oh, Bunny-Statue. Bing. Aber das ist noch nicht alles. Hier ist noch eine Schräge. Von der kann ich noch hier rauf, genau. Das habe ich gesehen. Ich bin nicht blind, Freunde. Ich habe das gesehen. Da ist wieder Morio, der mich irgendwo hinbringen will. Oh, guck mal, da kann man auf die... Ja, auf die Head World. Auf die Head... Oh, fuck. Bium und weg. Ich wollte auf Head World drauf. Das ist immer noch da. Das gefällt mir nicht. Weil ich nicht weiß, wo das sein soll. Ich habe das nicht gesehen. Ich gehe aber davon aus, dass man das auch irgendwie erreichen kann, wenn man hier lang geht. Ich gehe nochmal diesen langen Weg entlang. Diesen... Na, boah, Alter.
Du solltest nicht abheben. Du sollst nicht springen, hat das Mädel gesagt. Du musst aufpassen. Nicht hüpfen. Ah ja, ich muss nach oben. Die beiden Münzen nehme ich jetzt auch noch mit. Die anderen taugen ja nichts. Da hinten ist auch noch eins, sehe ich gerade. Ach so, das ist der Schatten von dem. Das ist also das, was ich schon habe. Okay, weißt du was? Wir fahren jetzt zurück. So, dann gehen wir hier lang. So, das ist jetzt von ganz am Anfang hier. Bonk. Aua, aua. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Oh, shit. Aha, wie bin ich da nicht gestorben, ey? Ist ja unmöglich. Einmal darüber. Bam, dann sind noch zwei Stück übrig. Ich habe fast alle in diesem Level gesammelt. Komplett braindead einfach. Ohne, dass ich da wirklich einen Plan von hatte. Okay, hier war ich ja schon. Okay. So. Dann nehme ich noch ein bisschen Geld mit. Bling. Weil ich es kann. Murio war irgendwo, glaube ich. Da. Nee, nicht Murio. Dieser Murio. Oder ich falle einfach runter. Dann bin ich auch irgendwo anders. Muss ich mich nicht zurücksetzen. Aber wo zum Fick. Ich kann leider meine Kamera nicht drehen. Wo zum Fick finde ich den Rest? Ich bin nicht auf der anderen Seite gewesen vom Start aus, oder? Doch, da war der. Da war die Headworld. Wobei ich natürlich. Was ist denn hier los? Halt's Maul, ich will nicht mit dir reden. Wobei ich natürlich hier lang fahren könnte, vielleicht. Warte mal. Nee, da komme ich rein. Ist okay, da ist nichts. Ich habe gesehen, dass da nichts ist. So. Ach, Moment, damit kann ich jetzt einfach hier an der Seite vorbeifahren. Doch auch praktisch. Das ist auch eine Abkürzung irgendwie zu der Stelle. Ja. Nö. Ah! Wieder runtergefallen, ist okay. Das macht nichts. Ich, voll abgekürzt. Mann. Das war lustig. That was fun. Lass mich nochmal hochhüpfen. Darauf. Ah, ich muss erst auf diesen. Diese Schräge hier. Ist darauf. Ne, das habe ich aber auch schon eingesammelt. Hey, warum bist du runtergefallen? Ist das dein fucking Ernst, Mann? So, hier kann ich doch bestimmt noch irgendwas sammeln. Ich habe alle drei Häschen in dem Level. Das gibt's ja nicht. Ah, da hinten ist noch. Ich sehe auf jeden Fall noch eins. Boah, das war so knapp. Also, wir haben fast alle. Eins fehlt. Eins. Aber wo ist das? Also, da hinten leuchtet auf jeden Fall nichts mehr. Da ist also wahrscheinlich keins. Wait a second. Ne, hier drunter ist es auf jeden Fall nicht. Ah, das wäre es gewesen, wenn es da drunter jetzt einfach gewesen wäre. Ne, wenn man so zurückspringt, sieht man das auch nicht. Okay, oh, jetzt muss ich wieder an denen vorbei. Ist aber nicht so schlimm. Machte nix.
Ich habe ein einziges noch nicht gesammelt. Die Frage ist, wo finde ich's? Wo kann ich das letzte scheiß Zahnrad vergessen haben? Kann ich den da umballern? Nee. Damit komme ich nur in diese extra Welt. Das ist ja auch Unsinn. Okay. Miep. Okay, jetzt ist meine Frage. Vielleicht irgendwo an der Seite in diesen... Da kann ich nur leider nicht reingucken. Das ist ein Problem. Dammit. Da irgendwie... Ja, das wäre nice, wenn da an der Seite noch was wäre. Oder? Ja, das nicht geil, wenn das hier also irgendwie an der Seite drin wäre. Und das sehen könnte. Wieso da ganz unten, weißt du? Das wäre heftig, wenn da was wäre einfach. Richtig mega versteckt. Gib mir dein Geld. Und dann machen wir hier noch so einen Jump. Oh Mann, wie gut man darauf gekommen ist eigentlich. Und wie schlecht ich da... ich bin... Hier unten jetzt. Oh, das wäre gewesen. Das wäre so ein geiles Versteck dafür. What the fuck? Aber ich komme nicht weg. Also muss ich mich mal eben herunterfallen lassen. Und sterben. Hui. Okay, uah. Nicht fallen. Fallen ist doof. Fallen ist so ein bisschen doof. Okay, ich bin wieder hier. Von hier aus konnte ich die meisten Sachen erreichen. Also gut, let's go. Okay, das machen wir nochmal. Wir gehen da nochmal rauf. So. Vorne ist nur so ein... Da war ich aber auch. Haben wir hier so rüber vielleicht? Ne, da war ich ja auch. God damn it! Wo ist das Teil? Es ist ja irgendwo auf dem Weg. Auf irgendeinem Weg. Es muss ja irgendwo sein. Es ist ja nicht. Aber wo? Wo zum Geier? Es ist ein einziges. Es kann doch nicht so schwer sein. Oh. Heftig. Heftig, heftig. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Wisst ihr was? Ist ihm jetzt ehrlich gesagt auch egal. Wir gehen zurück. Ich möchte jetzt nicht 100 Jahre brauchen. Noch irgendwie das letzte Teil zu finden. Wir haben ja überall irgendwo was vergessen. Was mich jetzt daran erinnert, dass wir so in den allermeisten Leveln was haben. Wollen wir zurückgehen? Wollen wir nochmal durch alle Level latschen und ein bisschen was einsammeln? Wow, wow! Ich wollte nicht mit dir reden. Hundilein. Kann ich das kaputt fahren? Nein. Oh, warte mal. Kann ich ja mal umdrehen? Mich interessiert da gerade was. Nämlich. Das da. Oh Gott. Ich bin tot. Was ist das denn für eine Stelle? Da kommen wir noch gar nicht.
Dammit! Da kommen wir noch gar nicht lang. Wie soll man denn da hochspringen? Anyway. Oh, knapp. Okay, was machen wir jetzt? Wo gehen wir hin? Da ist nur so ein Speed-Level. Wir wollen einmal zu der... Oh, warte mal. Ah! Abgrund! Dass man hier in dem Level auch sterben kann, weil es ist einfach in der Overworld. Mir ist das gar nicht so aufgefallen, dass man hier so lang kann. Aber... Das erklärt, wie man da dran kommt. Oh mein Gott, das ist ein Häschen. Was laberst du mich voll? Bup-bup, weißt du was? Wenn du den Beschleunigungsknopf direkt nach der Drehung des Willensaltos drückst, erhältst du einen Doppelboost. Direkt nach der... Nach der Drehung? Aber wenn du zu früh drückst, klappt der Doppelboost nicht. Wait a second. Wait a second, was? Habe ich da tatsächlich mehr Boost bekommen? Kommt man dann höher und so? Und weiter und... Tatsächlich. Also wahrscheinlich. Nein, ich will nicht mit dir reden. Du hast mir gerade einen Tipp gegeben. Das ist ganz nett. Das wusste ich nicht. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Oh, was nice. Allerdings ist das meistens nicht nötig. Was bist du? Bzz, bzz. Gesichtszüge werden überprüft. Tut mir leid, aber ich kann dich nicht reinlassen. Um reinzukommen, musst du irgendwie wie Mario aus... Oh. Ich muss Mario auf den Kopf setzen, damit das klappt. Entschuldigung. Bip, weißt du was? Während du in der Luft bist, kannst du mehrmals den Beschleunigungsknopf drücken, um deinen Fall abzubremsen und ein wenig zu glatten. Bitte? Excuse me? Was sagt er mir da für Sachen, die ich nicht weiß, die ich nie wusste? So wäre ich natürlich viel leichter an die eine Stelle gekommen mit dem einen Level. Vielleicht kann ich das so tatsächlich erreichen. Aber das werden wir uns irgendwann mal angucken, wie das richtig geht. Okay, pass auf. Also das kann man am besten noch so machen. Okay. Was gibt es denn hier hinten für schöne Sachen? Tolle Sachen gibt es hier. Crash Test Industry. Hier bin ich. Hier wollte ich gar nicht hin. Das ist eine Abkürzung zum nächsten Level. Dream Machine. Und ich will nicht wissen, was der Mann träumt. Wahrscheinlich nicht. Hallo Hund. Oh, habe ich jetzt gerade Schiss bekommen. Okay. Okay. Sammeln wir das nochmal ein. Kontrollpunkt! So, wir gehen einmal auf zu Morios Haus. Denn von da aus gibt es immer noch drei Stück zu sammeln. Die haben wir alle nicht bekommen. Ja, ist okay. Wir kennen die Vorstellung von dem Level.
Frage ist jetzt, wie wir... Es muss ja irgendwo so Blöcke geben. Okay, ich habe schon eine Vermutung, wie ich das machen muss. Wie bin ich da vorher nicht drauf gekommen? Jetzt mal ohne Scheiß. Ist eine Schräge? Ja, fuck. Fuck, 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 fuck. Nein! Warum habe ich jetzt schon wieder zu oft gedrückt? Es ist so einfach, darüber zu kommen. Und ich habe das nicht verstanden beim letzten Mal. Warum nicht? Okay. Eventuell, weil ich diesen Super Boost brauche. Weil es anders nicht geht. Okay. Gut zu wissen. Ein bisschen mehr an die Kante. Huiuiuiui. Bin wieder hier. Vielen Dank. Also der war notwendig dafür. Das hatte ich nicht gedacht, aber es ist... Meine Frage ist jetzt... Ist hier nicht irgendwie so ein Zahnrad oder so? So ein Grund geben, hier zu sein. Also im Ernst, was soll denn hier sein? So schwer, die Insel zu erreichen. Und dann ist da nix. Hä? Okay, das müsst ihr mir erklären. Oh Gott. Bum! Erstmal gestorben. Das kriegen wir hin. Pass mal auf, das kriegen wir hin. Da hinten ist auch noch so ein Hoppel. Okay, das kriegen wir auch hin. Wir holen uns auch diesen Hoppel. Oh Gott. Okay. So, und... Gib Guss, gib Gas. Gib Gummi, wollte ich sagen. So ein Hoppelhäschen gefunden. Und dann kann man da so runterjumpen. Ist natürlich auch nicht der Ort, den ich eigentlich erreichen wollte. Upsa, Abgrund. Den ich erreichen wollte. Ich möchte eigentlich die Zahnräder haben, aber ich krieg die alle nicht, weil ich nicht weiß, wie ich da hinkommen soll. Okay. Okay. Das ist auch verkehrt. Nicht nur, dass ich da auch gar nicht, dass ich da gar nicht rübergekommen bin. Da ist ja auch gar nichts, oder? Doch, da ist ein Häschen. Okay. Ich glaube, das Häschen habe ich gerade gar nicht gesehen. Ups. Ich hab den Boost-Knopf nochmal drücken wollen, den Beschleunigungsknopf. Und was mache ich? Ich drücke dabei zusätzlich auf den Dingen zum Salto unterbrechen. Sollten wir ja nicht machen, habe ich gehört. Aber es ist ja nur bei dem Crash-Test Industries, wo man das nicht machen soll. Oh, perfekt. Hey, so geht's. So hat's geklappt. Ich bin an das Häschen gekommen. Aber das ist immer noch nicht das, wo ich hin wollte. Da vorne ist wieder Wasser. So helles Wasser. Wo es tatsächlich, Okay, okay, okay. So. Gibt es hier noch irgendwas Cooles einzusammeln? Wahrscheinlich im Haus gibt es das. Okay, ich sehe es gerade. Ich muss in das Haus gehen. Hier ist noch ein einziges zu holen. Warte mal, wie viele habe ich jetzt hier? Oh, es gibt insgesamt 130. Aber ich bin bald durch. Ich bin bald durch mit dem Spiel. Okay, weißt du was? Wir kriegen das aber hin. Okay. Okay. So nicht, so nicht. Machen wir anders. Wir müssen hier lang. Einmal darauf irgendwie, aber nicht mit dem Ding, sondern...
Okay. Dankeschön, einmal hier rauf. Ich hab's halt mittlerweile besser raus. Oh Gott. Mittlerweile weiß ich besser, wie es geht. Also die Steuerung ist aber schon wirklich schwer, finde ich. Das muss man einfach so sagen. Die ist complicated. Okay, wie machen wir es? Nee, konnte man da irgendwie... Nee, da ist eine Decke einfach nur. Okay, da kommt man also nicht lang. Jetzt bin ich wieder hier. Ich muss hier komplett den einen Gang entlang, ne? Keine Ahnung, es gab hier in dem Bereich gab es ein... ich erinnere mich hier. Hier gab es irgendwie da oben diesen Bereich, wo ich nie hinkam. Da brauche ich irgendwie ein bisschen mehr Schwung einfach für. Sonst klappt das nicht. Aber diesen Schwung hatte ich nie. Ich weiß, wo ich ihn bekomme. Nämlich hier. Mit so richtig Bums. Pass mal auf. Nein! Oh Gott, es hat geklappt. Ich bin oben. Aber hier ist kein Zahnrad. Warum ist hier kein Zahnrad? Mich verarschen? Hier muss doch ein Zahnrad sein. Hier ist nichts. Hier ist kein Zahnrad. Was willst du von mir? In dem Schrank vielleicht? Nö. Das ärgert mich jetzt. Wo ist das Zahnrad, das letzte? Wenn es nicht da oben ist, wo ist es dann? Hä? Aber das war doch da, oder nicht? Oder bin ich doof? Aber da hinten war ich auch. Daran erinnere ich mich. Schuing. So, dann nochmal das Zeug eingesammelt. Wo ist das letzte Zahnrad? Das ist nichts, was man zerstören kann. Nichts, wo man rein kann oder so. Das muss ja irgendwo sein. Aber wo? Ey. Willst du mich verarschen oder was? Wo ist denn hier das dumme Zahnrad hingekommen? Das dumme letzte Zahnrad. Das ist doch irgendwo. Man das von Morio oder so, weil man ja alles andere gesammelt hat oder sowas? Könnte ich mir vorstellen irgendwie. Hallo Morio! Vorsicht! Mein Zuhause ist voller Löcher und seltsamer Formen. Der Architekt, der das gebaut hat, war ziemlich vom Surrealismus besessen. Im Fernseher. Das möchte einem sagen, dass man nicht so viel Fernsehen gucken soll, weil das verdorben ist. Es kommt nur darauf an, um welche Uhrzeit man einschaltet, glaube ich. Okay, wo bin ich? Welcher Raum war das denn hier? Kenne ich den noch? Das ist die Werkstatt halt. Ne? Ja. Aber ich weiß nicht, was ich gerade dazu sagen soll. Ich finde die Stelle nicht. Oben ist eins, aber da war ich auch. Das ist auch kein Zahnrad, was ich noch nicht eingesetzt habe. Ich habe hier noch keins gesehen, das noch grün leuchtet. Wo ist das? Hä? Show it to me. Zahnrad, come on to me. Um es mit den schönen Worten von Nightmare zu sagen. Schade. Boah, dann ist doch bestimmt so ganz dumm versteckt. Also so richtig dumm versteckt.
pass auf. Hui, einmal hier so um die Ecke. Nein! Ach, goddammit. Da wollte ich mit ein bisschen Boost drüber. Mit dem scheiß Level hatte ich doch schon mal Probleme. Ah, fuck. Also mit dieser Stelle. Mit dem Level, sag ich. Weil das auch ein ganzes Level ist. Hohohoho. Hat aber besser geklappt. Danke für das Geld. Das wär's jetzt, wär's irgendwo so hinten einfach runter. Ha! Nicht runterfallen! Bzzp. So, wieder zum letzten Kontrollpunkt zurück. Aber das kann doch nicht sein, wo ist denn der Shit? Ups. Ah! Okay. Boah, Mann, geht mir das auf den Sack gerade. Wo ist das Teil? Wo ist denn das blöde Zahnrad, Mann? Ich finde es nicht. Habt ihr ein Zahnrad gesehen? Hier war ich halt auch. Ich war überall in diesem scheiß Gebäude. Gibt's eine Map? Morios Haus fehlt einer. Boing. 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 Aber wo könnte der restliche Teil denn sein? Das letzte. Das letzte dumme einzelne Scheißteil, was fehlt. Oh. Ich hab's gefunden. Ziemlich verarschen, da war eine Tür, die man zerstören konnte. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken, ey. Da war eine Tür. Einfach eine Tür. Die konnte man kaputt machen. Man konnte nicht eine Tür kaputt machen. Irgendwo, jemals. Was wollt ihr von mir? Wir sind mit dem Level fertig. Wir gehen in Morios Labor. Wir könnten natürlich auch einfach auf die Weltkarte und uns ein Level aussuchen. Aber wir gehen lieber durchs... Wir gehen lieber durch das Labor. Wir fahren da durch und sammeln Shit ein. So. Ganz normal. Wir gehen zum Expo-Strand. Ich wollte hier nicht rauf, Freunde. Ich wollte da nicht rauf. Der Explos-Strand hat natürlich auch noch so ein paar ganz lustige Stellen gehabt. Ja, brauchen wir uns nicht angucken. Geld! Boink. So, ich sehe da nämlich schon mal wieder Blöcke, die ich erreichen musste. Bums! Vielen Dank. Okay. Wir hatten zum Beispiel an einer Stelle hier vorne schwebte eins. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Aber da konnte ich... Da kam ich nicht hin, um es irgendwie zu... um das irgendwie aufzusprengen oder so. Da kam ich nicht zu. Ich konnte das hier nicht aufsprengen. Aber das war hier, glaube ich, auch... ich glaube, da war nicht wirklich was drin oder so. Ich glaube, da war auch kein wie heißt es? Kein Zahnrad drin. Es tut mir leid, dass ich gerade zwischendurch so ein bisschen vor mich hin brabbel und eigentlich nichts sage so richtig. I'm extended. Aua. Voll vor eine Wand geballert.
Okay. Okay. Ich sehe da hinten schon was, wo ich hin möchte. Da ist nämlich so ein Hoppelhäschen. Das möchte ich haben. Warum auch immer es Häschen sind. Ich kann das nicht... Ey, halt Maul, ich will nicht mit dir reden. Gimme. Goddammit. Ja, gib mir den letzten Kontrollpunkt. Ich, das ist irgendwie verbockt. Das klang lustig. Ah! So, Freunde. Freunde der Nacht. Geh bloß weg von mir. Mir geht die Zeit abhanden. Ich habe keine Zeit mehr. My time is running out. Ching. Okay. Wo zum Geier war eigentlich dieser eine komische... Ach, das ist so ein Bombending. Das muss man mit Bombis zerstören. Ah! Ich bin gleich... Auszeit, Game Over. 90 Sekunden. Mehr hab ich nicht, mehr brauche ich nicht. Vielen Dank, gib mir ein bisschen Time. Hat jetzt auch nicht viel gemacht. Ich müsste eigentlich die Leute irgendwo hinbringen, um richtig Zeit zu kriegen, aber... Wo zum Geier ist denn... Ah, guck mal, ich sehe da schon was. Nein! Goddammit. Ja, genau. Warum ist denn da unten so ein... Excuse me? Wie habe ich das denn übersehen? Vielen Dank! Und da ist ein Hoppel? Leute, ich bin so lange in diesem Level gewesen. Excuse me? Da vorne ist noch was? Das war's? Das hätte ich doch letztens so locker machen können. Ich mag diese Hand, die da ist. Wir gehen in Morios Labor, wir gehen zurück. Was ist denn da los? Nee, ohne Spaß, was ist da los? Was ist passiert? Kann nicht sein, dass sie mir erzählen wollen, dass es die ganze Zeit so einfach war. Oh Gott. Arcade Panik. Oh mein Gott, ich weiß, wie ich da an dieses Teil am Anfang komme. Der Boost, der bessere Boost, der hilft. Get ready. Bums. Verpiss dich. Verpiss dich. Strike! Oh mein Gott, das kann ja funktionieren hier tatsächlich mit dem besseren Boost, oder? Na, wenn das natürlich nicht so dermaßen schief geht, so wie jetzt. Also mit ein bisschen mehr Bums geht das bestimmt. Nein, tu es nicht. Okay, jetzt bin ich überfragt. Wie soll ich da raufkommen? Also ohne Spaß, wie soll es gehen? Ich habe keinen Plan. Wow, es hat geklappt. Es ging doch so. Hammerhart, was? Wie zum Geier kommt man an den Typen da oben? Das ist meine Frage gerade.
Ah. Entschuldigung. Pinball? Okay, was hast du zu sagen? Ach ja, der Flipper. Dieser Ort ist zu groß, um alles auf Benzinomalien zu überprüfen. Du kannst uns dabei helfen, all die seltsamen grünen Dinger da drin aufzuspüren. Es fehlt nur noch eins. Also. Also einer soll da drin sein. Ah ne, warte mal. Es fehlen mir... In der ganzen Welt fehlen mir... Wie viel fehlen mir allgemein? Oh, einer. Okay. Ja, gut. Und das ist da hinten. Kann ich da reinfahren? Was dann? Was passiert dann? Nee, hier drin sind 4 Stück? Das kann nicht sein. Oh mein Gott. Oh, bitte sag mir nicht, dass ich gleich wieder nach oben muss irgendwie. Wo komme ich raus, wenn ich hier reinfalle? Okay. Nein! Oh, ich bin so dämlich. Das kann doch nicht sein. Okay. Okay, okay, okay. Okay, sick, sick. Okay. Damn. Okay. Das mit diesem Super Boost war ja schon mal, war ja schon mega cool. Also. Ah, fuck. Das war schon mal mega cool. Muss ich tatsächlich sagen. Boink. So, da kann ich wieder irgendwie reinhüpfen. Keine Ahnung, wo ich dann rauskomme. Oh Gott, oh Gott. Komme ich wieder da oben raus? Falle ich dann wieder durch den, Oh nein, ich bin ja hier. Oh, nice. Da drin waren noch welche. Das habe ich gesehen. Ah, das schaffen wir aber. Komm, das schaffen wir. Den hier kriegen wir locker noch. So. Das erfordert ja nur so ein bisschen. Genau. Ein bisschen gezieltes Hüpfen, das ist ja egal. Das schaffen wir ja locker. Bing. Ich weiß nicht, was der mir erzählen will, aber wir hören uns mal an, was er zu sagen hat. Und dann fahren wir den oben oder macht's klonk. Diese Rennstrecke hat keinen Sinn. Aber wir hatten hier oben so viel Platz, dass wir beschlossen haben, sie zu bauen. Panico. Viel Spaß beim Driften. Donk. Ich fahr jetzt da gleich wieder unten rein und dann... Hui! Ist aber ganz witzig hier, die ganze Stelle. Ich sehe da oben ein Hoppel. Da muss ich auch noch hin. Da ist ein Hoppel, da ist ein Hoppel. Und hier drin gibt es noch Zahnräder. Ich habe, glaube ich, gerade eins gesehen, das irgendwo unter einem Dingens war. Da, genau. 'Unter einer Plattform. Dann fehlt noch eins.
So ganz vorsichtig hier runter gleiten. Okay, warte mal eben. Ist da oben was? Nee. Ich glaube, ich gucke da irgendwo durch eine Decke durch. Okay. Da will ich jetzt nicht reinfallen. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor. Oh oh. Dann passiert nämlich sowas wahrscheinlich. Auszeit! So, mal eben schauen. Ah, guck mal. Ich habe es irgendwie erwartet, dass es auf der anderen Seite ist. Ach, guck mal, ich hab's schon. So, kriege ich jetzt noch die Hoppels in der Welt? Das wäre natürlich nice. Jetzt muss ich hier nur irgendwie wieder rauskommen. Das heißt, ich muss den ganzen Weg nochmal hochspringen. Aber ist ja alles kein Thema. Schaffen wir. Schaffen wir alles. Das Level ist super spaßig, ohne Witz. Das ist eins der besten im Spiel, würde ich sagen. Das ist immer noch super interessant, dass es geht. Ah, fuck. Runtergefallen. Warte mal. Jetzt hänge ich eigentlich da fest. Warte mal eben. Ich gehe mal ins Labor und muss dann wieder raus aus dem Level. Also ich bin jetzt aus dem Level raus. Ich muss jetzt wieder rein in das Level. Ich musste aus diesem Bereich raus. Ich gucke jetzt, dass ich noch die Hoppels kriege irgendwie. Ja, ist okay. Go! Arcade Panic. Bonk. Boink. Das ist nicht das, was ich wollte. Schummler! Geschummelt! Boink. Bums! Okay. Hat Spaß gemacht. Können wir das nochmal irgendwie, Okay, vielen Dank. Ah ja, genau, hier. Das ist ja so einfach sogar. Ich kann hier so hochfahren. Und da einfach das Hoppel mitnehmen. Und fehlt noch das letzte davon. Eins hatte ich ja, glaube ich. Nee. Ach nee, eins davon war da hinten oben auf dem Teil drauf. Wie soll man da eigentlich hinkommen? Wahrscheinlich auch mit einem gut gemeinten Boost. Den ich nicht auf die Kette kriegen werde. Okay, einmal wieder zurück. Boinks. Hallo. Boom. So, da muss ich ja irgendwie raufkommen. Mit viel Schmackes einfach. Und das geht natürlich mit so einem Boost, theoretisch. Denke ich. Keine Ahnung, dass es damit geht, aber es sollte. Kann ich mich auf die Seite stellen, auf den. Also mit Sicherheit auch nicht das, wie es geht, aber machen das mal. Wenn das klappt, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir so sicher, dass das funktioniert. Ist nicht gewollt, bestimmt hier vom Rand aus. Guck mal, wie knapp das jetzt schon ist. Vom Rand aus. Ich muss nur diesen Boost schaffen. Okay, hat nicht geklappt. Da muss ich wieder vernünftig drauf. Es hat funktioniert, auch ohne den guten Boost. Okay, dann machen wir es jetzt da hinten aber vernünftig.
Ich habe den nicht getroffen. Ich hätte umdrehen sollen, ehrlich. Das war nicht, was ich wollte, ehrlich gesagt. Na, dann halt nicht. Okay, wie machen wir es? Klong, wir fahren die Oma um. Ha! Geschafft. Okay, wir haben's. Hui, wir haben das Hoppel und wir haben auch dieses Level vollständig abgeschlossen. Ist das nicht nice? Freunde, wir räumen richtig auf. Es fehlen nur noch 8. Das Spiel ist fast vorbei, merke ich gerade. Nur noch 8? Warte mal, uns fehlen auf der Overworld noch einige. Warte mal, Weltkarte. Nee, das kann ja nicht sein. Omis Insel fehlen ja auch noch einige, hä? Wieso steht da 122 von 130, wenn uns noch so viele fehlen? Es gibt, glaube ich, ein paar mehr Level als... Alleine da fehlen doch super viele. Wie kann das denn da oben 122 von 130 stehen? Und vor allem, waren das nicht irgendwie 300 oder so, die man sammeln konnte in dem Spiel? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Pizzazeit ist das nächste Level. Pizzazeit war auch voll anstrengend, glaube ich. Wir werden sehen. Wir gehen da rein. Da fehlt nur eins, ich weiß genau, wo das ist. Da muss man ja so eine große Brücke fahren, meine ich. Ja. Und da hinten ist noch der Hoppel. Den Hoppel hole ich mir auch. Da bin ich mir... mir so, upsa, rauf. Aber das wäre natürlich nice, wenn ich da jetzt irgendwie dran käme. Ja, okay. Weißt du was? Wir machen das anders. Time extended. So, wir holen uns auf jeden Fall in relativ kurzer Zeit auf der anderen Seite dieser Brücke erstmal das Teil, das uns fehlt. Entschuldigung. Time extended. Es sind nur 7 Sekunden, das ist ja wenig. Bing! So, das ist schon mal das letzte Zahnrad, das ist perfekt. Lediglich die Hoppels fehlen, aber die Hoppels sind auch echt schwer zu kriegen immer. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe verstanden, wie es geht. I think I understand how it's working. Ah, fuck. Oh, scheiße. Auszeit. Oh. Hä? Wie zum Fick soll das denn gehen? Hä? Okay, was zum Geier? Wie geht das? Was soll das bringen hier? Kommt man doch nicht drauf. Was ist das denn? Okay, wir machen das von hier. Oh Gott. Wir brauchen Zeit. Time extended. Time extended. Aber das ist zu wenig Zeit. Aber musst du irgendwo hin? Nee. Okay, dann nicht. Time extended. Time extended. Wir brauchen Zeit. We need the time.
Ich glaube, wir lassen uns einfach sterben und machen das dann nochmal. 90 Sekunden frischer Zeit. Ja, wahrscheinlich machen wir das so. Wir warten eben, bis die Zeit abgelaufen ist, sterben einmal. Und dann machen wir das mit 90 Sekunden frischer Zeit. Das ist gut. Das schaffen wir. Ich bin nun... Weißt du, Timeout hatte ich... Die letzte Sekunde geht mal langsam um. Jetzt laber ich noch mit dem. Okay, weißt du was? Die Zeit nehme ich auch. 55 Sekunden einfach dazu gewonnen. Ist okay, machen wir so. Kein Thema. Okay. Auf geht's. Okay, okay, okay. Wait a second. Ich fall mal runter, dann habe ich wieder null Zeit, glaube ich. Nö. Ich habe immer noch 50 Sekunden, okay. Ah, shit. Ah, shit, here we go again. Komm schon. Oh, das kann nicht so schwer sein. So, nur blöde Häschen sammeln. Nein! Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich bin hier. Ich bin angekommen. Da unten ist das Hoppel. Ich hab's geschafft. Ich bin gut, Freunde. Ich bin gut. Drittes Häschen. Wir haben da auch das Level abgeschlossen. Miep, miep. So. Bam. Morius Labor. Es geht weiter. Ich bin sehr gespannt, was in diesem Spiel alles noch kommt. Aber es macht halt auch echt Laune. Es ist schon ein lustiges Spiel. Oh Gott, Tossers Büros. Bin ich wirklich bereit, jetzt schon wieder in Tossers Büros reinzugehen? Ich glaube nicht. Nee. Vielleicht beim nächsten Mal. Bei Let's Play. Hier, das Spiel mit dem Taxi und so. Yellow Taxi goes wrong! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.